within. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Special Let's Play Within. Es ist ein Bachelorarbeitsspiel, in dem es um Verwirrung und unerklärte Wege gibt, die auf einmal aufploppen. Also es ist eine Bachelorarbeit, also von einem Genfer Uni, also Studenten quasi, ein Genfer Student, der hat seine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Und das ist seine Bachelorarbeit. Und da geht es eben um ein Spiel, in dem das Ängste und so in uns auslösen soll. Ich habe es vorher schon mal angezockt und festgestellt, da gibt es eine große schwarze Kugel, die uns verfolgt und die uns quasi den Gar ausmachen will. Und wenn die Kugel kommt dann und sie trifft uns, ist das Spiel sofort vorbei und wir liegen auf dem Desktop. Ja, der Raum relativ sinnlos hier. Ihr seht einen Raum, wie jeder andere auch. Mit einem einzigen Unterschied. Die Tür ist weg. Durch die wir gerade gekommen sind, sie hat sich einfach aufgelöst. Sie ist einfach verschwunden. Keine Tür mehr da. Nichts da, alles weg. Außer einem großen leeren Raum. Ja, und das macht das Spiel aus. Auf einmal tauchen unerklärliche Wege auf, die es vorher nicht gab. Wo man sich denkt, selbst denkt, was zum Teufel ist hier gerade passiert. Wenn man das nicht weiß, denkt man sich von, ist irgendwie total verblödet. Extrem lustig. Ja, geht's mal bergauf. Das Spiel relativ simpel gehalten. Nämlich ein bisschen so ein Anti-Chamber. Habe ich selbst nie gespielt, aber Videos zugesehen. Und es eröffnen sich immer neue Wege. Diesen Raum zum Beispiel kenne ich noch überhaupt nicht. Habe ich noch nie gesehen vorher. Der ist neu. Also, hat sich neu zusammengesetzt. Hier geht's nicht weiter. Hochspringen können wir hier auch nicht. Gehen wir wieder zurück. Vorausgesetzt, das zurück, so wie wir es kennen, existiert noch. Okay, auf einmal gibt es zwei Wege. Die gab es eben nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir da lang gehen sollen oder da lang gehen sollen. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. Aber da hört ihr schon die Terrorkugel. Dieses Grummeln. Das ist die schwarze Terrorkugel, die Jagd auf uns macht. Wenn sie uns berührt, landen wir auf dem Desktop, dann ist das Let's Play instant vorbei. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was von der Map sehen, bevor uns das komische Vieh einholt. Und hier wieder ein neuer Raum, oder? Nee, hier waren wir sogar schon mal, aber das ist neu. Sowohl das, als auch das, als auch das. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gehen sollen. Wir könnten nach oben gehen, wir könnten aber auch hier lang gehen. Da geht's auch nach oben. Da ist wieder dieses Grummeln, das von der Terrorkugel ausgeht. Oh mein Gott, sie kommt näher. Ein bisschen laufen. Lustigerweise sind wir genau aus demselben Gang rausgekommen, aus dem wir vorhin reingegangen sind. Obwohl wir da nicht reingegangen sind, das ist verwirrend ohne Ende. Wir sind wieder in dem Raum hier eben. Wir sind eben da reingegangen. Oh mein Gott, die Terrorkugel. Kommt sie irgendwo? Laufen lieber. Da kommt sie. Oh mein Gott, wir müssen weg. Wir müssen sowas von weg. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wow, hinter uns direkt die Tür zugegangen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und dann bin wieder ein Raum hier, der wieder anders aussieht. Jetzt geht es hier auf einmal nicht mehr nach oben. Das ist aber dafür ein langer Gang, der geradeaus geht. Gehen wir den mal lang. Tja, also ich muss schon sagen, für ein Spiel, was Freeware ist, was ihr euch übrigens gerade so laden könnt, ich packe euch das Spiel mal in die Videodescription rein, ist es doch recht lustig. Man kann es mal spielen, ich glaube es ist knapp 70 MB groß. Und mal einmal, um so einen kleinen Schauder über den Rücken laufen zu haben, wenn diese komische Kugel ankommt, ist es auf jeden Fall lustig. Was? Ein endloser Gang hier gerade. Ewig, ihr seht, wir sind ewig nach oben gegangen. Okay. Schon wieder ein neuer Raum. Eine große Halle. Wo es aber auch hier hinten weitergeht. Gehen wir hier mal weiter. Jetzt wieder nach unten. Oh nein, da kommt die Kugel. Oh nein, da gehen wir nicht nach unten. Schnell weg.
wieder zurück zum anderen Gang, von dem wir vorhin gekommen sind. Aber auf einmal gibt es zwei Möglichkeiten. Also nehmen wir halt den hier, keine Ahnung. Möglichst weit weg von der Kugel. Also diese Schatten sollen, weiß ich nicht. Oh ne, schon wieder Effekte. So verarschen wir jetzt nicht da hoch, oder? Nee, zum Glück nicht, aber ich renne mal lieber. Okay, what the fuck, wo sind wir jetzt? Ich hab keinen Schimmer. Naja, gehen wir mal da lang. Also soll ziemlich am Verstand zweifeln. Ich weiß halt, wie das Spiel aufgebaut ist, dass sich alles dauernd verändert. Ich auf einmal der lange Gang, obwohl der ganz woanders ist jetzt. Lustig programmiert auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall, ja, wärmsten empfehlen. Finde ich cool, dass man das Leute gibt, die sowas basteln. Jetzt kommt man auf einmal wieder in diesem Raum raus, aber aus einer ganz anderen Position. Muss nur ein bisschen wegdrehen, wahrscheinlich verschwindet der Gang dann direkt wieder. Ne? Los, verschwinde. Ne? Man kann es nicht provozieren. Aber jetzt ist da ein langer Gang auf einmal. Da ist ein langer Gang und hier ist auch ein langer Gang. Okay, keine Ahnung, wo wir lang gehen sollen. Da sind wir, glaube ich, vorhin lang gegangen. Jetzt geht's nach oben. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal lang. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder woanders raus. Extrem lustig. Wir müssen in diesem kleinen Raum rauskommen von vorhin, wo wir vorhin waren. Ja, da ging es auch ziemlich lange nach oben. Und dann kam man, glaube ich, in diese große Halle. Schauen wir mal, ob das jetzt immer noch so ist. Genau, es geht extrem lange nach oben. Das hatten wir vorhin auch. Und dann kam diese große Halle oben. Ja, die große Halle, das ist richtig. Ich höre schon wieder das Höllengrummeln. Ich glaube, wir gehen ja hier lang. Jetzt geht es wieder unendlich lange runter, obwohl wir gerade wo anders gekommen sind. Oh ne, das Höllengrummeln kommt, ein bisschen weg hier. Okay, jetzt gehen wir nach oben. Oh ne, ich glaube, das Teil kommt. Bin nicht sicher, von wo es kommt. Aber ich glaube, es kommt. Es geistert hier auf jeden Fall irgendwo rum. Tja, was meint ihr, wenn wir zurückgehen, kommen wir wahrscheinlich wieder davon, wo wir eben waren. Oder auch nicht. Bisschen nach unten. Wieder ein langer Gang. Langsam sollten wir eigentlich alle Räume kennen. Ja, hier waren wir auch schon mal. Gleich hat sich immer geringfügig verändert. Ein langer Gang auf der Seite. Und eine Treppe nach oben, da gehen wir jetzt mal hoch. Oder Treppe, Rampe kann man eher sagen. Stufen jetzt ja nicht wirklich. Okay, jetzt geht es lange, ganz lange nach oben. Kommen wir uns auch bekannt vor. Oh, ich höre das Höllengrummeln schon wieder. Lauf. Und wir sind wieder in dem großen Raum. Wenn wir nach oben gehen. Da gibt es auch einen Gang, wie ihr seht. Da waren wir noch nicht. Also hier kann ich euch hundertprozentig sagen, hier sind wir noch nie reingegangen. Also gehen wir da jetzt mal rein. Ein langer Gang, wieder. Ein Schatten. Noch ein langer Gang und noch ein Schatten. Also hier müssten wir wohin kommen, wo wir vorher noch nicht waren. Weil diesen Gang sind wir noch nicht gegangen. Definitiv noch nicht. Ja, okay, ein neuer Raum. Und auf einmal ein Gang mehr hier noch. Wir sind von da oben gekommen. Gehen wir mal hier lang weiter. Okay. Wow. Okay, cool. Ah, anscheinend haben wir das Ende des Spiels erreicht, weil wir jetzt uns auf einmal frei bewegen können. Wir können frei fliegen. Ziemlich cool. Gut. Dann bewegen wir uns mal aus der Map raus. Ja, geht sogar. Cool. Das Ende des Spiels erreicht, diesen geheimen Tunnel. Ich wette, wenn wir den jetzt lang fliegen, dann
Oh, und tschüss. Oder?